So, da bin ich zurück. Um mal das Rätsel zu lösen. Noch ein Hebel. Ja, ich zieh noch schnell die Hand daraus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfe. Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt besser da zu machen, oder? Da ist etwas. Ein Eimer. Hm. Okay. Trage ich einen Eimer mit mir rum. Super. Was jetzt? Kaltes Händchen, ja. Wasser. Voll. Gut, gib ihn mir hoch. Ja klar, lass mich erstmal durch das ganze Wasser tapern, ey. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Hey, du hast in der Arena gewonnen, nicht schlecht. Mal sehen, wofür die Räder sind. Ach, das ist wieder so ein Rädchenspiel. Ach, ich hasse die. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Hm, dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das muss es sein. Wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Es wird bis enden. Auch nicht. Nathan, Simon, hast doch überlebt. Hey, siehst du? Nate Kulas, kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Ich hab's besser gemacht, definitiv. Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Ich glaube, Niki wäre hochgeklettert, ey. Hätte sie es noch einfacher gemacht. Ja, und dann hätte sie drauf gepinkelt. Hey, komm, ich helf dir hoch. Schon wieder Hilfestellung geben? Ich komme. Okay. 3000 Jahre später, mein Bruder kommt etwa an. Brücke. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Hm.
wieder rüber, da leuchtet mich was an. Doch die Waffe drin, Junge. Entschuldigung. Und Niki, wie geht's? Lilly? Machen es einem echt nicht leicht, oder? Wie hat denn der, wann hat der mich überholt? Leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Keine Ahnung, heute noch nicht gequatscht. Hey, die Decke hier ist niedrig, pass auf dein. Also während ja, ich eine Pause gemacht habe. Echt jetzt? Weiß, Bruder. Hier lang. Vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Hier auch ein Licht. Oh, guck aus deinem Hintern. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Aber habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier? Der Kasmus ist grüßen, ja. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Ich würde sie ja einfach mal fragen, wie sie dann zu ihm kommen will. Na klar. Ja, es ist mir klar, Niki, dass die Offizier egal ist. Kenn ich aber lang genug. Halten wir uns lieber ran, bevor du wirst schon jemanden finden. Oder anfangen rumzuknutschen. Glaub mal. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit?
Von mir aber nicht in 10 Monaten mit sie ist schwanger. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Zu ihm per Auto, weil der wohnt inzwischen in Australien. Also mit dem Auto wird das nichts. Anbau die wohl gesprochen haben? Also Deutschland. Das muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Wollte schon sagen. Ah, Niggi. Das ist doch ein echter Scheiß. Zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ein Trampolin, du Typ. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Oh, richtig ist es aber nicht, Niggi. Hat diesmal gewonnen. Bin ich gekommen. Ernsthaft? Das richtig oder falsch ist die Latte. Naja, so Latte ist es dir nicht, Niggi. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, klar. Wieso sterben die Charakter bei mir bei Uncharted immer so häufig? Ja, das stimmt. Von daher kenne ich meinen Niggi. Wie umsonst ist das mein Bub? Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Dann schieb doch mal die Kiste von alleine. Wieso muss ich das denn machen? Boah. Wir nähern uns. Also, ich bin besser. Ich glaube, dort waren wir schon. Ja, hier waren wir definitiv schon. Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Oh. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Das soll schon der Plan sein. Ich vermute, den richtigen Plan.
Er gefällt mir nicht. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Junge. Alter. Da ist die Steuerung wieder für den Arsch, ey. Brücken sind eh nur Übergangslösungen. Ach Quatsch, Niggi. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Mein erstes Mal wird erst mit 40 sein. Nein, Scherz. Glaub mal, Niggi, das kommt früher als du denkst. Und wie kommen wir weiter? Hier. Oh, Arena ist frei. Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, sieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl... Zum Teufel. Ah, Niki! Denk doch sowas nicht. Guck mal, Kratos hat doch auch eine abbekommen. Was ist das? Nicht ins Maul eines Löwens packen, ey, und dann an der Zunge ziehen. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Wird schon schief gehen. Oh, shit. Kommst du jetzt auch mal da drauf? Ich würde hier einfach mal mit drauf springen. Komm zurück. Ich drücke ihn runter. Oh, jetzt soll ich mal zurückkommen. Aha, toll. Oh, das hättest du auch anders machen können. Hä? Hallo? Gar nicht. Sehe mich um. Cool. Ich warte. Ach, nicht schon wieder diese Zahnradsache. Da lernt man die ganze Arbeit schätzen, die in dieser Tunnelbein steckt. Bin zu überheblich. Ja, Sekunde. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Ja, überflüssiges muss zurückgelassen werden. Im wahrsten Sinne. Ja, wenn ich drauf springe, dann geht's gleich in die kaputt. Bist du doch mit dem viel zu fett für die Welt. Ich hab dich. So. Danke. Ein weiterer Test erledigt. Naja, ob das ein Test war, weiß ich nicht. Im Moment hoffe ich, dass wir. Ey, die Spreu vom Weizen drin. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt? Wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests. Ach. Naja. Einfach reinfassen und sterben. Dann gewöhne ich mich nie. Das ist ein super duper heftig geiles Rätsel. Also das da eben gerade war ja Lacher. Schon wieder.
wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht! Na, nicht anfassen, Junge. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte, ich würde mich woanders hinstellen. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Oh, Schatz, du hast gewonnen. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Wir haben heute alle wenigstens einmal gewonnen. Was redest du da? Hey, nicht schlecht. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine, Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Hm? Er suchte Leute, wofür? Ah, scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Nicht mehr langsam. Die Hälfte. Ganz schön nah dran. Noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Nee, darfst du nicht mehr. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Ja, Sie zwei. Mit Schummeln, ja. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Oh, muss das jetzt wieder so was dieser Raum werden? Ja, da ist doch mal wieder keine Wand. Oh, klar. Oh, nirgends so lang. Hilfe. Och, das war ja klar. Raus da, ich geb Deckung! Mach ich! Nun mit Taktbrötchen. Nur ganz gestochen. Wie der Wort richtig. Gefällt dir das? Schön unten bleiben. Scheiße. Okay. Was ist der Plan?
rauszukommen. Wir müssen oben rum raus. Los geht's. Blöde Man. Och, ernsthaft. Danke. Kein Problem. Mann, wir haben in ein Wespennest gestochen. Ja, gestochen, geschlagen und es angezündet. Auf. Ich würde ja meinen Arsch mal auf die andere Seite schwingen, mein Freund, aber nein. Wo? Hier nicht einen kleinen Arschgeil, ey. Gute Arbeit. Ja, besser als Betsy. Speedrun. Ja. Das Feuerwerk bis hier. Was zum Teufel ist los? Lange Geschichte. Kurzfassung, wir müssen sofort hier weg. Das dachte ich mir. Haltet durch. Ich bin bald da. Ach, Mist. Oh, shit. Wie aus dem Speedrun gut war das. Mal in dem dort? Ah, Mann. Ah, Jungs. Ach. Keine Renate hier, ne? Hey, ich hab Dynamit. Echt, mein Bruder kann gar nichts, ne? Kein Tier da drin? Toter Scharfschütze. Da oben sind noch mehr.
Oh. Noch jemand? Okay. Grüße! Ja, schon irgendwie! Ja, absolut! Wäre zu einfach mit Renate, ja. Oh! Oh, da ist er! Fick doch nicht etwas von schönem Wetter erzählt! Ich seh nichts! Einfach weiter runter bis zum Wasser! Wir wollen nicht von. Nein, wir können nicht von hier aus reinspringen. Okay! Plan wird verworfen. Wir suchen weiter. Aber cool. Vergiss die Mann, wir müssen weiter. Nein, 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 weiter da. Oh. Ach, recht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich bleib gerne hier. Wenn sie mich nicht so schnell treffen. Blöder alter Sack, du bist die ganze Zeit da. Halt einfach deine Fresse und warte, bis ich da bin. Ach, schon wieder so eine tolle Rutschpartie. Safe. Ja, das Spiel ist ganz witzig. Ja, so ist es witzig. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier. Wir sind reich. Herrje.
Immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heilige Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay, das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben. Die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Jetzt wissen wir ja, wer mitfinanziert hat. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, richtig, Niki. Schleichwerbung. Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia richtig zu fahren. Ja, stimmt. Kommen. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Alles klar, Alicia. Man liest sich Montag wieder. Nee, stimmt nicht. Montag nicht. Dienstag. Pfingstmontag. Und? Was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Aber gut, Leute. Ich mache jetzt sowieso Feierabend für heute. Ein paar Wachtürme. Bin soweit an meine Zeit angelangt. Die Story haben wir jetzt relativ gut auf dem Schirm. Wenn er hier also etwas versteckt jetzt neu reißen. Auch keine große Lust. Von daher wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao, tschü und bye, bye.